Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. In unserer Beitragsreihe zum Thema phylogenetische Systematik befassten wir uns unter anderem mit Linnés taxonomischem System. Dort stellten wir fest, dass die unterste Kategorie die der Art ist. Biologische Arten sind also so etwas wie die Basis der Taxonomie. Innerhalb dieser wird sie als die einzig natürliche Kategorie angesehen, wird also als biologische Realität definiert. Doch, was ist überhaupt eine Art? Wie wird sie definiert und warum ist sie Realität? Oder sind Arten doch nur ein künstliches Konstrukt der menschlichen Sprache, um sich bei der verwirrenden Vielfalt zurechtzufinden? Diese Fragen mögen trivial klingen, sind aber in ihrem Inhalt recht komplex. Vor einiger Zeit verfasste ich mehrere Artikel zur Problematik der Arten, ihrer Definition und der Frage, ob sie reale Erscheinungen in der Biologie sind oder nur ein künstliches Konstrukt der menschlichen Sprache. Diese Artikel sind in der Videobeschreibung verlinkt inklusive aller Quellen, die dort genannt werden. Dieses Video soll die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Artdefinitionen. Die Zahl der bekannten Arten wirkt schier unüberschaubar. Es sind zum Beispiel etwa 6000 Säugetierarten, 11.000 Vogel- und 30.000 Fischarten bekannt. Diese schon groß wirkenden Zahlen werden von den Insekten mit etwa 1 Million beschriebenen Arten weit übertroffen. Hinzu kommen etwa 250.000 beschriebene ausgestorbene Tierarten, die wir als Fossilien kennen. Diese Zahlen sind keineswegs vollständig. Das International Institute for Species Exploration berichtet, dass jährlich etwa 18.000 neue Arten beschrieben werden. Die Zahl der unentdeckten Arten schwankt zwischen 8 Millionen und nach neuesten Erkenntnissen sogar 1 Billion. Bei dieser unglaublichen Menge an Arten gibt es eine ganze Reihe von sogenannten Artkonzepten, also wie bzw. nach welchen Kriterien man Arten definiert. Mittlerweile sind in der Biologie weit über 20 verschiedene Artkonzepte bekannt, die in der Wissenschaft heftig debattiert werden. Die wichtigsten sollen hier vorgestellt werden. Morphologisches Artkonzept. Morphologische Arten sind Gruppen von Lebewesen, die in der Regel nach morphologischen Merkmalen unterschieden werden. Eine nach morphologischen Kriterien definierte Art wird Morphospezies genannt. Morphologie ist ein Teilbereich der Biologie und beschreibt die Form und Struktur von Lebewesen. So lassen sich zum Beispiel Tiger und Löwe morphologisch klar abgrenzen und gelten als Morphospezies. Dieses morphologische Artkonzept findet unter anderem auch in der Paläontologie Anwendung, indem man fossile Arten beschreibt. Aber das morphologische Artkonzept hat einige gravierende Schwächen. Zwei kleine Beispiele sollen dies verdeutlichen. Hier seht ihr die Abbildung von zwei Vögeln, Zilpzalp und Fietes, zwei in Europa vorkommende Singvogelarten. Morphologisch sehen sie sich ähnlich. Der Nicht-Vogelfachmann würde sie zur gleichen Art zuordnen. Tatsächlich handelt es sich aber hierbei um zwei verschiedene Arten, die sich nicht untereinander fortpflanzen und sich zum Beispiel in ihrem Gesang deutlich unterscheiden. Und hier haben wir eine Abbildung mit 24 Fröschen. In ihrer Farbgebung sehen sie alle unterschiedlich aus, man könnte sie also für verschiedene Arten halten. Sind sie aber nicht. Das sind die Farbvarianten einer Froschart, nämlich des Erdbeerfröschchens Oophaga pumila aus den Tropen Amerikas. Wie ihr sehen könnt, hat das morphologische Artkonzept seine klaren Grenzen. Es müssen also weitere Kriterien zur Anwendung kommen. Biologisches Artkonzept. Wesentlich bekannter als das morphologische Artkonzept ist das biologische. Es geschieht frei nach dem Motto, alles, was sich schart und paart, ist eine Art. Arten werden also als Populationen aufgefasst, die sich untereinander fortpflanzen und fruchtbare Nachkommen erzeugen. Das Kriterium der Fortpflanzung ist also das entscheidende Kriterium zur Artdefinition nach dem biologischen Artkonzept. Der Vorteil dieser Definition im Gegensatz zum morphologischen Artkonzept ist, dass es objektiver ist. Objektiver in dem Sinne, dass die Unterscheidung von Arten nicht auf abstrakter Unterschiedlichkeit oder subjektiver Einschätzung einzelner Wissenschaftler basiert,
sondern auf eine objektiv messbare Tatsache, die Fähigkeit, sich untereinander fortzupflanzen und fruchtbare Nachkommen zu zeugen. Wenn sich Esel und Pferd beispielsweise paaren und man dann Mulis oder Maultiere hat, so sind diese nicht fruchtbar, können sich nicht selbstständig fortpflanzen und entsprechend sind Esel und Pferd zwei unterschiedliche Arten. Aber auch dieses Konzept hat seine Mängel. Das eigentliche Problem ist, werden neue Arten beschrieben? Werden sie nach ihren Merkmalen klassifiziert? Ihre Morphologie, ihr Verhalten, ihre Genetik und so weiter. Selten wird bei der Beschreibung neuer Arten untersucht, ob sie sich mit bekannten Arten fortpflanzen oder nicht. Tatsächlich sind für viele beschriebene Arten keine oder kaum reale oder potenzielle Fortpflanzungsbarrieren beschrieben. Zum anderen kommen bei nah verwandten Arten gelegentlich Hybriden vor. Das heißt, Vertreter von zwei Arten pflanzen sich trotzdem fort und manchmal gibt es auch fruchtbare Nachkommen. Die Definition des biologischen Artkonzeptes lässt sich auch nicht auf ausgestorbene Arten anwenden, da wir dort erst recht keine Fortpflanzungsbarrieren nachweisen können. Weiterhin ist das biologische Artkonzept nur bei Arten zu verwenden, die sich sexuell fortpflanzen. Asexuelle Arten, zum Beispiel Bakterien, können nach diesem Kriterium nicht definiert werden, weil bei Arten, die sich klonen, keine Fortpflanzungsbarriere zwischen den Individuen vorhanden ist. Einige Vertreter des biologischen Artkonzeptes, wie zum Beispiel Ernst Mayr, neigen dazu, Arten nur bei sich sexuell fortpflanzenden Lebewesen zu erkennen, negieren also die Existenz von Arten bei Bakterien. Eine Forderung, die sicherlich zu weit geht. Denn man kann, will man biologisches Leben generell klassifizieren, nicht einen Großteil ausschließen. Außerdem macht es auch für uns einen praktischen Sinn zu wissen, ob wir es zum Beispiel mit einem harmlosen Bakterium zu tun haben oder einem gefährlichen Krankheitserreger. Sich asexuell fortpflanzende Arten werden als Agamospezies bezeichnet. Asexuelle Vermehrung kommt aber nicht nur bei Bakterien vor, sondern liegt auch bei einigen Pflanzen und Tiergruppen vor. Eine komplette asexuelle Vermehrung bei Tieren und Pflanzen ist jedoch selten, da viele Arten sich hin und wieder auch sexuell fortpflanzen. Unter den Pflanzen ist zum Beispiel die Gattung Taraxacum, besser als Löwenzahn bekannt, die sich sowohl asexuell als auch sexuell fortpflanzt, was die Beschreibung der verschiedenen Löwenzahnarten ziemlich erschwert. Aber auch bei etwa 70 Wirbeltierarten wird eine zumindest gelegentliche asexuelle Vermehrung festgestellt. Bakterielles Artkonzept. Um die Artbeschreibung von Bakterien zu ermöglichen, wurde das bakterielle Artkonzept entwickelt. Dazu muss man wissen, dass sich zwar Bakterien asexuell vermehren, es aber auch zu einem Genaustausch zwischen den einzelnen Bakterien kommen kann. Man spricht vom horizontalen Gentransfer. Außerdem sucht man nach morphologischen, physiologischen oder genetischen Merkmalen, lassen sich Bakterien tatsächlich in klar abgrenzbare Gruppen unterteilen, die man als Arten definieren kann. Werden diese Bakterienstämme nach diesen Merkmalen klar abgrenzbar, werden sie eben als Arten beschrieben. Um die Bestimmung von Bakterienarten zu verfeinern, führten Bakterientaxonomen sogenannte Typusstämme ein. Hierbei handelt es sich um einen lebenden Bakterienstamm, der als Typusexemplar genutzt werden kann, um schwer zu bestimmende Bakterienstämme besser vergleichen und damit klassifizieren zu können. Genetisches Artkonzept. Dieses Artkonzept besagt, dass Arten sich genetisch stärker unterscheiden sollten als Populationen oder Unterarten innerhalb einer Art. Da gibt es jedoch aber auch Überschneidungen. Und man kann nicht einfach sagen, dass ein gewisser Grad an Unterschieden Arten anzeigt, ein geringerer Grad an Unterschieden Unterarten und so weiter. Beispielsweise sind die genetischen Unterschiede zwischen Menschen und Schimpansen geringer als zum Beispiel zwischen Hauskatzen und Tiger. Trotzdem werden Menschen und Schimpansen als zwei Arten angesehen und sind es auch. Obwohl wir davon ausgehen können, dass sich Arten durchschnittlich genetisch stärker voneinander unterscheiden als Unterarten, Populationen und so weiter, ist es nicht möglich zu sagen, dass bei einem gewissen Grad an Sequenzunterschieden, sagen wir mal 1% DNA-Unterschied, es sich um Arten handelt und darunter um Unterarten, Populationen etc. derselben Art. Phylogenetisches Artkonzept. Das letzte Artkonzept, welches ich vorstellen möchte, ist das phylogenetische Artkonzept,
deren erste Ansätze schon in den 1980ern entwickelt wurden. Es basiert auf den Prinzipien der phylogenetischen Systematik. Wer mehr darüber erfahren will, sollte sich meine entsprechenden Videos dazu anschauen. Nach dem phylogenetischen Artkonzept gelten die Apomorphien, also jene Merkmale, die für eine Gruppe diagnostisch sind, und zwar nur für diese Gruppe, als ausschlaggebend eine Art zu definieren. Daher definiert dieses Konzept eine Art als eine Gruppe mit einer gemeinsamen und einzigartigen Evolutionsgeschichte. Es ist weniger restriktiv als das Konzept der biologischen Arten, da die Fortpflanzung zwischen Mitgliedern verschiedener Arten kein Problem darstellt. Schlüsselprinzip des phylogenetischen Artkonzeptes ist es, dass Lebewesen eindeutig diagnostizierbar sein müssen. Das heißt, sie müssen über Eigenschaften verfügen, die andere Arten nicht haben, und diese Eigenschaften müssen auch erblich sein. Und Arten müssen dabei zu 100% diagnostizierbar sein, also als klar voneinander getrennte Einheiten bzw. Populationen erkennbar sein. Mit anderen Worten, Mitglieder einer Art sollten eine Kombination von Merkmalen teilen, die anderen Arten fehlen. Das phylogenetische Artkonzept verlangt, dass alle Mitglieder einer Art ein bestimmtes Merkmal haben, welches kein Mitglied einer anderen Art hat. Wie Anhänger des phylogenetischen Artkonzeptes hervorheben, gehören verschiedene Populationen innerhalb einer Art an, wenn diese durch dieselben Merkmale und dieselbe Evolutionsgeschichte definiert sind und aus demselben Vorfahren hervorgehen. Entsprechend sind sie genetisch voneinander isoliert, aber nicht gezwungenermaßen durch Fortpflanzungsbarrieren. Im Unterschied zum genetischen Artkonzept ist beim phylogenetischen Artkonzept nicht die quantitative Anzahl der Unterschiede entscheidend, sondern ob es sich um genetisch isolierte Einheiten handelt. Der Betrachtungsschwerpunkt liegt also nicht auf die eher subjektive Einschätzung quantitativer genetischer Unterschiede, sondern man achtet auf die Qualität. Natürlich hat das phylogenetische Artkonzept seine Mängel. Zum Beispiel ist nicht immer klar, wann und welches Merkmal diagnostisch ist. Ich halte es aber für die bisher beste Methode, Arten zu beschreiben und zu definieren. Das phylogenetische Artkonzept hat in den letzten Jahren zunehmend an Gewicht gewonnen und steht in Konkurrenz zum biologischen Artkonzept. Taxonomische Inflation? Dass das phylogenetische Artkonzept mit dem biologischen Artkonzept in Konkurrenz steht, liegt auch daran, dass Lebewesen, die unter dem biologischen Artkonzept als eine Art definiert wurden, mithilfe des phylogenetischen Artkonzeptes in mehrere Arten aufgespalten wurden. Während das biologische Artkonzept das Konzept derjenigen ist, die mehrere Arten zu einer Art zusammenfassen, neigt das phylogenetische Artkonzept zur Artaufspaltung. Man wirft dabei dem phylogenetischen Artkonzept auch eine taxonomische Inflation vor. Das heißt, es werden mehr Arten beschrieben, als tatsächlich vorhanden sind. Und tatsächlich haben phylogenetische Analysen zu einer Explosion neuer Artbeschreibungen geführt, die vorher als eine oder weniger Arten angesehen wurden, und das auch bei Tiergruppen, die sonst als gut dokumentiert und bekannt gelten. Das soll hier exemplarisch an einem Beispiel dargestellt werden. Eine Untergruppe der Huftiere sind allgemein als Boviden bekannt, auch als Hornträger bezeichnet. Hierzu zählen Rinder, Schafe, Ziegen und diverse Antilopen. Nach dem biologischen Artkonzept wurden etwa 140 Bovidenarten unterschieden. Phylogenetische Analysen, die dem phylogenetischen Artkonzept folgten, ermittelten etwa 279 Arten, also doppelt so viele. Das geschah dadurch, dass einzelne Arten in wesentlich mehr Arten aufgespalten wurden. Zum Beispiel eine kleine Antilopenart, der Blauducker, der in Westafrika lebt, wird jetzt statt in nur einer Art mit 10 Arten beschrieben. Und diese unterscheiden sich kaum voneinander. Solche Artaufspaltungen kommen aber auch bei anderen Gruppen vor, unter anderem bei Vögeln, Primaten und so weiter. Auch andere Huftierarten wurden in mehrere Arten aufgespalten. Zum Beispiel gibt es nach dem phylogenetischen Artkonzept mittlerweile 4 Giraffenarten, statt ursprünglich nur einer. Und das alles ließ Kritiker des phylogenetischen Artkonzeptes stark aufhorchen, und der Vorwurf wurde verbreitet, dass hier die Artenzahlen inflationär in die Höhe getrieben wurden und diese höhere Artenzahl nicht nachvollziehbar sei. Es kam die Kritik auf, dass quasi jede Population,
die nur eine Mutation hat, zur neuen Art erhoben wird oder werden könnte und wenn man dieselben Methoden auch bei Menschen anwenden würde, es auch mehrere Menschenarten geben müsste. Aber stimmen diese Vorwürfe? Verteidiger des phylogenetischen Artkonzeptes heben hervor, dass der Vorwurf der taxonomischen Inflation nicht berechtigt ist, sondern versteckte und tatsächlich vorhandene Unterschiede zwischen den Arten entdeckt werden, die sonst unerschlossen blieben. Man wirft der traditionellen Taxonomie vor, alle Merkmale gleichwertig zu behandeln und zum Beispiel nicht zwischen ursprünglichen und abgeleiteten Merkmalen zu unterscheiden. Aber nur letztere Merkmale seien entscheidend für die Systematik und die Beschreibung neuer Arten. In Bezug zur Taxonomie der Boviden bemerken die Verteidiger des phylogenetischen Artkonzeptes, dass geografische Variationen nicht einfach auf den Status einer Art erhoben wurden, sondern die vorhandenen taxonomischen Daten qualitativ neu untersucht und durch neuere Daten ergänzt wurden. Aufgrund der Untersuchung zwischen ursprünglichen und abgeleiteten Merkmalen konnten bei vielen Unterarten neue Daten ermittelt werden, die aus diesen Unterarten eigenständige Arten machten. Eine Studie bezüglich taxonomischer Inflation bei der Beschreibung neuer Vogelarten bemerkte zum Beispiel, dass ein Großteil der beschriebenen neuen Vogelarten nicht durch taxonomische Inflation, sondern durch neue Daten und Erkenntnisse beschrieben wurde und daher neue Arten beschrieben werden. Daher findet diese Studie keine Unterstützung für die Idee, dass die Zunahme der Arten in erster Linie erkenntnistheoretisch und nicht durch empirische Daten erfolgt ist. Dasselbe zeigt sich auch bei der Beschreibung neuer Primatenarten bzw. bei Unterarten, die den Status einer neuen Art bekommen haben. Gerade bei Primaten lag das Problem vor, dass dort oft das gegenteilige Verfahren der taxonomischen Inflation gemacht wurde. Mehrere Arten wurden aufgrund oberflächlicher Ähnlichkeiten zu einer Art zusammengefasst. Das liegt zum Beispiel bei den schwarzen Stummelaffen in Westafrika vor. Obwohl diese Affenarten in getrennten Populationen leben, die sich nicht vermischen, unterschiedliche Merkmale und Anpassungen haben, etc., wurden sie lange Zeit als eine Art zusammengefasst. Untersuchungen ergeben aber, dass es sich um mindestens 5 bis 6 verschiedene Arten handelt. Es gibt also eine Reihe guter Gründe zu sagen, dass das phylogenetische Artkonzept keine taxonomische Inflation betreibt, sondern durch eine sorgfältige Analyse der Merkmalsverteilungen neue Arten entdeckt und beschrieben werden. Dieses Konzept ist natürlich nicht fehlerfrei, zum Beispiel durch die Auswahl falscher Merkmale, zu wenig Merkmale und so weiter. Aber durch neue Datengewinnung ist dies überprüfbar, reproduzierbar und damit widerlegbar und letzten Endes wissenschaftlich. Hier liegt auch das Problem vor. Kritiker des phylogenetischen Artkonzeptes mangelt es nicht an Kritik, aber an empirischen Daten. Sie nennen zwar die Kritik der möglichen falschen Merkmalsauswahl, konkretisieren oder belegen sie aber nicht. Aber was ist denn mit dem Vorwurf, dass wenn man die Kriterien des phylogenetischen Artkonzeptes auf Menschen übertragen würde? Gäbe es denn da mehrere Menschenarten? Ich denke, das ist auch eine moralisch wichtige Frage. Und die Tatsache, nein, gibt es nicht. Solche Analysen wurden ja auch schon gemacht. Denn nach dem phylogenetischen Artkonzept müssen Arten durch bestimmte Merkmale diagnostizierbar sein, also Merkmale verfügen, die nur dieser Art typisch sind, und zwar für alle Vertreter, und an die nächste Generation vererbt werden kann. Und genau solche Merkmale treffen auf den Menschen nicht zu, die es berechtigt, ihn in mehrere Arten oder Rassen zu trennen. In Bezug zum Menschen lässt sich nämlich klar belegen, dass die Menschheit ein großes globales Bevölkerungskontinuum bildet. Anders als die Extreme des Spektrums erscheinen mögen, bilden sie ein genetisches Kontinuum und es gibt keine Punkte, an denen dieses Kontinuum in diagnostizierbare Segmente unterteilt werden kann und es kann auch nicht behauptet werden, dass es jemals solche Bruchstellen in unserer Geschichte seit dem späten Pleistozän vor 126.000 Jahren gegeben hat. Sind Arten real? Jetzt müssen wir einer Frage nachgehen. Warum gibt es eigentlich so viele Artkonzepte? Warum kann man sich nicht auf ein einziges einigen? Das führte unter anderem zu der Annahme einiger, dass Arten eigentlich gar nicht real sind, sondern eine sprachliche Konstruktion, ein künstliches System sind. Eine klare Abgrenzung der Arten sei nicht möglich, da es sich bei ihnen um ein kontinuierliches Spektrum handle, wo man keine klaren Grenzen ziehen könne. Es handelt sich also eher um ein linguistisches Problem als um die Beschreibung realer Phänomene.
Im Wesentlichen werden dabei folgende Argumente genutzt. Arten treten nicht als diskontinuierliche, klar abzutrennende Einheiten auf, sondern sind ein kontinuierliches Spektrum. Einzelne Individuen in Arten zu gruppieren, ist also eher ein künstliches und pragmatisches Konzept, das von Menschen entwickelt wurde, um sich in der Vielfalt zurechtzufinden. Aber die Natur lässt sich nicht in Kategorien und Schubladen stecken. Diese sozialkonstruktivistische Argumentationsweise erinnert ein wenig an die sogenannte Queer-Theorie, die behauptet, dass die Einteilung der Menschen in zwei Geschlechter ein künstliches, sprachliches Konstrukt sei, also durch die Sprache erschaffen werde. Hier soll jetzt nicht über die Queer-Theorie debattiert werden. Der Verweis zeigt aber, dass solche sozialkonstruktivistischen Denkweisen viel weiter verbreitet sind als tatsächlich angenommen. Ein weiteres Argument, welches zeigen soll, dass Arten keine klar abzutrennenden Einheiten sind, ist der Verweis auf die Hybridisierung. Hybridisierung heißt, dass sich Vertreter zweier Arten trotzdem fortpflanzen und teilweise auch fruchtbare Nachkommen zur Welt bringen. Solche Hybridisierungen kommen tatsächlich vor und es werden immer mehr solcher Hybridisierungen entdeckt. Folgerichtig werden durch solche Vermischungen die Grenzen zwischen den Arten aufgehoben, wodurch das Konzept der Art seine Bedeutung verlöre. Das dritte Hauptargument ist, wenn Arten real wären, wären sie leicht zu definieren. Weil es aber so viele konkurrierende Artkonzepte gibt, spricht sehr viel dafür, dass Arten nicht real sein können. Am besten sollte man nicht weiter nach Artdefinitionen suchen, sondern lieber von Individuen oder Populationen sprechen. Diese Argumente scheinen auf den ersten Blick überzeugend, haben aber diverse Schwachstellen. Natürlich besteht alleine schon das praktische Problem. Selbst jene, die Arten nicht für real halten, handeln in ihrer wissenschaftlichen Praxis so, als ob sie es mit Arten zu tun hätten. Neben diesen eher philosophischen Fragen gibt es aber auch naturwissenschaftliche Tatsachen, die die Realität der Arten bestätigen und die oben erwähnten Einwände relativieren. Völkerkunde und Clusterbildung. Ein guter Indikator zu zeigen, dass Arten eine reale Tatsache sind, ist der Vergleich zwischen der wissenschaftlichen Beschreibung von Arten in einer Region und ihre Benennung durch die heimische Bevölkerung. Biologen und Anthropologen haben genau solche Vergleiche gemacht. Für gewöhnlich wurden indigene Stämme befragt, denen eine wissenschaftlich-biologische Ausbildung fehlt. Ihre Aufzählung kann dann mit den wissenschaftlichen Daten überprüft werden. Solche Studien zeigen eine starke Tendenz, dass das Konzept der biologischen Art real ist. Viele Untersuchungen wurden zum Beispiel in Neuguinea gemacht, wo Biologen die indigenen Stämme fragten, die in ihrer Region vorkommenden Vogelarten aufzuzählen. Ernst Mayr konnte zum Beispiel 1963 belegen, dass die indigene Bevölkerung des Afar-Gebirges in Neuguinea 136 Volksnamen für 137 wissenschaftlich in der Region vorkommenden Vogelarten hat, also eine Übereinstimmung von 99%. Andere Wissenschaftler hatten ähnliche Ergebnisse geliefert, nicht nur bei Vögeln, sondern auch bei anderen Tiergruppen. Solche Untersuchungen wurden nicht nur auf Neuguinea gemacht, sondern auch in anderen Regionen, zum Beispiel in Lateinamerika. Das Ergebnis war aber immer eine hohe Übereinstimmung der Artenbenennungen bei indigenen Völkern und Wissenschaftlern. Dabei schwankten die Zahlen natürlich je nach untersuchter Gruppe zwischen 66% Übereinstimmung und 99% Übereinstimmung. Dass die Übereinstimmungen nicht bei 100% liegen, hat unter anderem auch damit zu tun, dass die wissenschaftliche Artbeschreibung in ihrer Methode detaillierter ist und zum Beispiel geografische Variationen oder die Unterschiede zweier sehr ähnlicher Arten besser herausarbeiten kann. In einem Fall hat man auch die Mitglieder eines indigenen Stammes, die Arten in einer anderen Region, in der sie zuvor nie waren, bestimmen lassen. Auch hier gab es eine hohe Übereinstimmung mit den Wissenschaftlern. Gegen solch eine Methodik wurde jedoch eingewendet, dass dies keine objektive Bedingung sei, Arten real zu definieren, weil alle menschlichen Gehirne auf dieselbe Weise verdrahtet seien, Arten als diskontinuierliche Einheiten zu erkennen. Wir erkennen also Arten als Arten, weil unser Gehirn gerne aus einem kontinuierlichen Spektrum diskrete Einheiten herausfiltert. Das Problem dieser Sichtweise ist nicht nur, dass sie überhaupt nicht erklärt, wie das unser Gehirn genau macht, sondern warum Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen aus einem kontinuierlichen Spektrum dieselben diskreten Einheiten herausfiltern.
Es mag, um der Argumentation willen, einleuchtend sein, dass Naturvölker in ihrem Lebensraum jene Arten erkennen müssen, weil sie zum Überleben wichtig sind. Es macht aber keinen Sinn, warum dies mit naturwissenschaftlichen Beobachtungen europäischer Forscher übereinstimmt. Das Argument der neurologischen Verdrahtung mag vielleicht seine Gültigkeit haben, wenn es Übereinstimmung bei der Trennung eines einzelnen Merkmals gibt. Zum Beispiel, wenn es um die Feinheiten geht, einzelne Farbnuancen zu unterscheiden. Es sollte aber bedacht werden, dass sich Arten durch eine Vielzahl an Merkmalen voneinander unterscheiden lassen. Diverse Vogelarten werden zum Beispiel nicht nur nach ihrer Farbe des Gefieders, sondern zum Beispiel nach ihrem Gesang, Größe, Verhalten etc. unterschieden. Ein weiteres Argument, warum Arten real sind, sind die Arten selbst. Auch Arten erkennen sich untereinander. Soll ein Regenwurm also in dieser Hinsicht genauso verdrahtet sein, Arten als diskontinuierliche Einheiten zu erkennen, wie das bei Menschen der Fall ist? Die besten Taxonomen im Tierreich sind übrigens Parasiten, weil sie diejenigen Arten als Wirte nutzen, die wir Menschen ebenfalls als solche Arten klassifiziert haben. Das beste überprüfbare Argument, dass Arten reale, diskrete Einheiten bilden, sind sogenannte Clusteranalysen. Hierunter versteht man Verfahren zur Entdeckung von Ähnlichkeitsstrukturen in großen Datenbeständen. Die so gefundenen Gruppen von ähnlichen Objekten werden als Cluster bezeichnet, die Gruppenzuordnung als Clustering. Genau dies kann man machen, wenn man in einer Region die Merkmale der diversen Arten auflistet und analysiert. Wenn wir verschiedene Merkmale kombinieren, Morphologie, Verhalten, Fortpflanzung und molekulare Daten, kann man Arten als diskrete Gruppen, Cluster ausmachen und darstellen. In meinem Artikel zitiere ich dazu viele Beispiele und solche Cluster kommen auch bei sich asexuell vermehrenden Gruppen, zum Beispiel bei Bakterien, vor. Das Hybridenproblem. Wie sieht es aber mit der Hybridisierung aus? Wenn Arten sich untereinander vermischen können, dann löst sich doch die Artdefinition auf, oder etwa nicht? Naja, nicht ganz. Tatsächlich kommen bei einigen Gruppen gelegentlich Hybridisierungen vor. Entscheidender ist aber die Häufigkeit. Eine Studie zum Beispiel untersuchte die Hybridisierungen der vorkommenden Pflanzenarten auf den britischen Inseln, Skandinavien, den Great Plains in den USA, den Rocky Mountains und auf Hawaii. Sie entdeckten, dass je nach Region nur bei 6-16% der Gattungen einzelne Arten hatten, die gelegentlich hybridisieren. Sie schlussfolgern, dass Hybridisierungen bei Pflanzen relativ selten vorkommen und sich nur auf einige bestimmte Gattungen konzentriert. Das trifft auch bei Tieren zu. Gelegentliche Hybriden kommen nur bei etwa 9% der Vogelarten und nur bei 10 von 2000 Arten der Fliegengattung Drosophila vor. Bei vielen dieser Arten ist auch die Hybridisierungsrate sehr gering. Bei 2 untersuchten Drosophila-Arten, die dieselbe Region bewohnten, war nur eines von 10.000 Weibchen ein Hybride. Natürlich besteht die Möglichkeit, dass nicht alle Hybride entdeckt wurden, sodass die tatsächlichen Zahlen viel höher sein könnten. Andererseits ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl der Hybriden überbewertet wird, ebenfalls sehr hoch. Denn die meisten Hybriden sind entweder unfruchtbar oder haben eine geringere Fitness. Sind zum Beispiel zwar fortpflanzungsfähig, finden aber keine Paarungspartner. Hinzu kommt, bei vielen Hybriden ist meistens ein Geschlecht steril. Das ist die sogenannte Haldane-Regel. Nach dieser Regel sind diejenigen Geschlechter, die über verschiedene Geschlechtschromosomen verfügen, diejenigen, die auch steril sind. Bei Säugetieren sind das die Männchen, die X- und Y-Chromosom als Geschlechtschromosomen haben. Ein männliches Säugetierhybrid ist demnach unfruchtbar, ein weibliches hätte die Möglichkeit, sich fortzupflanzen, jedoch nur mit einem Vertreter der Elternarten, da die männlichen Hybriden nicht fortpflanzungsfähig sind. Somit reduziert sich die Fortpflanzungsfähigkeit der Hybriden enorm. Es gibt also starke Selektionsfaktoren gegen Hybriden, sodass die Arten als solche klar als diskrete Einheiten erhalten bleiben. Es gibt übrigens eine Reihe von Hinweisen, die darauf hindeuten, dass Hybridisierungen dann vermehrt auftreten, wenn die Lebensräume beider Arten gestört werden. Das stellte man zum Beispiel bei den Buntbarschen im Viktoriasee in Afrika fest, wo zum Beispiel durch Wasserverschmutzung die Farbvariation der einzelnen Arten reduziert wurden und diese sich als
verschiedene Arten nicht erkannt haben. In einigen Fällen kann die Hybridisierung aber auch zum Motor der Evolution werden. Hybridisierung kann zur Sicherheit der genetischen Vielfalt führen, wenn gravierende Lebensraumveränderungen auftreten oder die Populationen der einzelnen Art stark dezimiert wurde. Durch das Einkreuzen artfremder DNA kann die genetische Vielfalt und damit die Fitness erhöht werden. Solche Hybridisierungen als Motor der Evolution wurden zum Beispiel bei einigen Arten der Sonnenblumen und bei der Schmetterlingsgattung Heliconius nachgewiesen. Eine besondere Form der Hybridisierung ist dabei auch der horizontale Gentransfer. Horizontaler Gentransfer bezeichnet eine Übertragung von genetischem Material nicht von einer Generation zur darauffolgenden, sondern horizontal von einem Lebewesen in einen bereits existierenden anderen hinein. Dieser Prozess ist zum Beispiel bei Bakterien gut dokumentiert, ist aber auch mittlerweile bei Pflanzen bekannt. Dabei können einzelne DNA-Fragmente mittels Bakterien, Viren oder sogar Insekten von einem Lebewesen auf ein anderes übertragen werden. Das kann nicht nur die genetische Vielfalt erhöhen, sondern auch die Artbildung fördern. Aber solche Hybriden durch horizontalen Gentransfer lassen sich eindeutig als Arten erkennen, weil es nur einen winzigen Bruchteil, teilweise nur einzelne Gene der DNA betrifft. Wenn Hybriden grundsätzlich häufig vorkämen, müsste sich das auch genetisch zeigen. Ein Großteil der DNA müsste entsprechend bei einer Art von der anderen abstammen. Ein gutes Beispiel hierfür bilden die Kojoten in den USA. Von Kojoten weiß man, dass sie sich gelegentlich mit Wölfen und Haushunden vermischen. Zum Beispiel haben einige Kojoten im Nordwesten der USA 60-84% Kojoten-DNA, 8-25% Wolfs-DNA und 8-11% DNA von Haushunden. Kojoten in Virginia tragen zu 85% Kojoten-DNA und 2% Wolf, 13% Haushund-DNA. Und im tiefen Süden der USA beträgt bei Kojoten der Anteil der Kojoten-DNA etwa 91% und etwa 4% Wolf und 4% Haushund. Und im Osten der USA kommen Hybriden bei Kojoten so gut wie gar nicht vor. Dieses Beispiel zeigt nicht nur, dass Hybridisierungen relativ selten sind und geografisch begrenzt, sondern auch, dass das Genom der Kojotenhybriden eindeutig Kojotengenom ist, mit nur einem geringen Anteil an Wolfs- oder Haushundgenom. Die Hybridisierungen sind auch ein Ergebnis der Evolutionsgeschichte dieser beiden Arten, verliefen also auch über mehrere Generationen und hatten trotz dieser langen Zeiträume eine geringe Ausbreitung. Bei echten und häufigen Hybriden wäre der Genomanteil beider Arten verhältnismäßig gleich häufig ausgeprägt. Doch das liegt nicht vor. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist jedoch, Hybriden kommen nicht beliebig vor. Es hybridisieren, wenn überhaupt, nur Arten, die nah miteinander verwandt sind, ihre Artabspaltung also vor kurzer Zeit stattfand und gegebenenfalls noch nicht abgeschlossen ist. Dass sich Wolf und Kojote, Pferd und Esel oder Löwe und Tiger kreuzen können, ist nicht verwunderlich, da jeweilige Arten sehr nah miteinander verwandt sind und auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen, der gar nicht so lange zurückliegt. Aber eine Kreuzung zwischen Pferd und Tiger, Wolf und Löwe oder sogar zwischen einer Ziege und einem Mammutbaum hingegen sind nicht ansatzweise möglich, da sich ihre gemeinsamen Vorfahren vor sehr langer Zeit getrennt haben und sich zu viele Unterschiede angesammelt haben. Und warum so viele Artkonzepte? Die bisherigen Argumente belegen, Arten sind real. Aber warum gibt es dann so viele Artkonzepte? Es wurden ja in diesem Video nur 5 vorgestellt, aber es gibt noch etliche mehr. Wenn Arten real sind, warum sind sie dann so schwer zu definieren? Es sollte hier nochmal verdeutlicht werden, dass jedes Artkonzept von der Prämisse ausgeht, dass Arten eine reale Erscheinung sind. Das heißt, die Anhänger der verschiedenen Artkonzepte debattieren über reale Dinge. Die Debatte über die Artkonzepte setzt also die Realität der Arten voraus, um diese dann definieren zu können. Dass es so viele Artkonzepte gibt, hat schlicht und einfach mit der Komplexität der biologischen Vielfalt zu tun. Wir haben die verschiedensten Lebewesen, Pflanzen, Tiere, Pilze und Bakterien. Die einen vermehren sich sexuell, die anderen wiederum asexuell und einige können beides. Hinzu müssen ökologische Nische,
Evolutionsgeschichte, Entwicklungsbiologie, Stoffwechselprozesse, Genetik und die verschiedenen Baupläne berücksichtigt werden. Bei dieser Vielfalt des Lebens ist es offensichtlich, dass nicht jedes Artkonzept auf alle Lebewesen gleich gut angewendet werden kann. Wenn wir Berge, Flüsse und Menschen identifizieren können, können wir auch Arten identifizieren. Nur weil sie komplex sind, heißt das nicht, dass sie nicht existieren. Offensichtlich wird eine Einsatzdefinition nicht alles abdecken und die Gründe, warum und wie wir eine Gruppe von Lebewesen als eine Art beschreiben, ändern sich aufgrund neuer Informationen ständig. Die Kategorisierung des Lebens in Arten ist keine menschliche Erfindung, sondern Menschen sind in der Lage bzw. haben damit begonnen, diese biologische Tatsache zu ergründen. Differenzen der Artdefinition können nur durch weitere Forschung gelöst werden und nicht über Scheindebatten, ob sie real sind oder eine Erfindung des menschlichen Geistes. Arten sind historisch über Evolutionsprozesse entstanden. Dabei sind viele Arten ausgestorben. Andere entwickelten sich weiter und andere befinden sich immer noch im Prozess der Artbildung. Evolution ist damit niemals ein anhaltender Prozess, sodass sich die Arten auch immer weiter entwickeln. Da jedoch im Verlauf der Erdgeschichte die meisten Arten ausgestorben sind, sind die Arten entsprechend als diskontinuierliche Einheiten erkennbar. Die Existenz kurzlebiger Hybridengenerationen machen aber die Existenz von Arten nicht unreal oder zu einer sozialen Konstruktion. Beispielsweise ist das Vorhandensein der Pubertät ja auch kein Kriterium dafür, dass man nicht zwischen Kindern und Erwachsenen unterscheiden kann. In Evolution, ein Leselehrbuch, können wir zur Problematik der Artdefinition noch abschließend zitieren: Die Versuche, die Arten durch irgendeine erschöpfende Definition zu erfassen, sind wahrscheinlich schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Probleme mit der Artdefinition entstehen aber nicht etwa, weil es keine Arten gäbe oder weil sie nur durch uns gebildete Kategorien wären, mit deren Hilfe wir uns in der komplizierten Welt orientieren. Gerade im umgekehrten Fall, wenn die Arten nur logische Klassen wären, wie Obst und Gemüse, würden wir uns schon irgendwie einigen. Die Schwierigkeit liegt nur darin, dass die Arten als unabhängige, evolutionäre Individuen der höheren Ordnung wirklich existieren. Und gerade weil die Arten lebendig, veränderlich und unbeständig sind, vor unseren Augen entstehen, langfristig existieren und aussterben oder langsam verschmelzen, kann man sie nicht dadurch festmachen, dass man sie in irgendeine Schublade steckt, die sie alle genau abgrenzen würde. Unsere Neigung, die Dinge um uns zu sortieren, stößt hier auf eine reale und sich ständig verändernde Realität. Auf den ersten Blick kann man also paradoxerweise die Arten genau deswegen nicht definieren, weil es sie wirklich gibt. Artbildung. Nun, aber wie entstehen neue Arten? Die Prozesse der Artbildung sind Gegenstand heutiger Evolutionsforschung. Damit Arten entstehen können, braucht es eine Form der Isolation, denn diese verhindert, dass sich die Individuen einer Population untereinander vermischen und sich so die Merkmale der einzelnen Populationen in eine unterschiedliche Richtung entwickeln können. Die bekannteste Form der Isolation ist die geografische Isolation. Die Population einer Art wird zum Beispiel durch einen Fluss oder ein Gebirge voneinander getrennt, sodass sich diese zwei Populationen getrennt voneinander entwickeln und sich dann an die Umwelt anpassen. Verschwinden die Barrieren und die zwei Populationen begegnen sich, kreuzen sie sich nicht mehr untereinander, verhalten sich also wie zwei verschiedene Arten. Man bezeichnet diese Form der Artbildung auch als allopatrische Artbildung. Diese Form der Artbildung gehört zu den am besten dokumentierten Artbildungsprozessen. Solche geografischen Schranken finden sich zum Beispiel bei Meereslebewesen an der mittelamerikanischen Landbrücke. Sowohl auf der Pazifikseite wie auf der Atlantikseite kommen nah verwandte Arten vor, die bei der Bildung der mittelamerikanischen Landbrücke vor 3 Millionen Jahren voneinander getrennt wurden und sich seitdem zu unterschiedlichen Arten entwickelten. Weitere Beispiele sind aus den Regenwaldgebieten Südamerikas und Afrikas dokumentiert. Zum einen bilden dort große Flüsse Isolationsbarrieren, sodass sich Arten aus einer Ursprungsart unterschiedlich entwickeln. Das haben wir zum Beispiel bei Schimpansen und Bonobos. Zum anderen war die Regenwaldfläche in diesen Gebieten starken Schwankungen ausgesetzt.
Zum Beispiel waren während der Eiszeit die Regenwaldflächen viel kleiner und auf verschiedene isolierte Waldflächen verteilt. In diesen Waldflächen entwickelten sich die isolierten Populationen zu neuen Arten. Mit Ausbreiten der Wälder während der Warmperioden konnten sich diese Arten ebenfalls weiter ausbreiten. Diese Waldrefugien zeichnen sich durch einen höheren Grad der Artenvielfalt und durch einen höheren Grad an nur in diesen ehemaligen Refugien vorkommenden Arten, sogenannte Endemiten, aus. Die Bedeutung dieser Waldrefugien für die Bildung neuer Arten sind aus Südamerika und Afrika für Pflanzen, Vögel, Schmetterlinge, Spinnen, Nagetiere und Primaten dokumentiert. Eine Sonderform der allopatrischen Artbildung bezeichnet man als peripatrische Artbildung. Dies ist eine Form der Artbildung, bei der durch Gründung einer kleinen, abgetrennten Population, in der es wegen des verarmten Genpools der wenigen Gründerindividuen zur Bildung einer neuen Art kommt. Dies trifft vor allem auf isolierte Inseln wie Hawaii oder die Galapagos-Inseln zu. Beide Inselgruppen hatten keine Verbindung zum Festland und durch diverse Zufälle, zum Beispiel durch Stürme, sind einzelne Individuen einer Population auf diese Insel gelangt und konnten sich weiterentwickeln. Da diese Populationen recht klein waren, konnten sich gewisse Merkmale oder Mutationen viel schneller in der Population ausbreiten und neue Arten bilden. Der geringe Selektionsdruck zu Beginn der Besiedlung, zum Beispiel wenig Raubfeinde oder kaum Nahrungskonkurrenten, beschleunigte diese Artbildung. Besonders gut dokumentiert ist dies beispielsweise auf Hawaii bei den Fliegen der Gattung Drosophila. 2000 Arten gehören zu dieser Gattung, die weltweit verbreitet ist, aber etwa 800 Arten sind nur auf Hawaii zu finden. Eine parapatrische Artbildung liegt vor, wenn eine Art ein weites Verbreitungsgebiet in einem relativ gleichbleibenden Lebensraum besiedelt. Treten aber an den Randgebieten dieses Verbreitungsgebietes andere Umweltfaktoren auf, können die Populationen dieser Art, die in diesen Randgebieten leben und den neuen Umweltbedingungen ausgesetzt sind, einer unterschiedlichen Selektion unterliegen und sich so anders entwickeln als der Rest der Population. Eine andere Form der Artbildung ist die sympatrische Artbildung. Es entsteht hierbei eine neue Art innerhalb einer Population ohne gleichzeitige geografische Isolation. Die Schwierigkeit dieses Artbildungsmechanismus ist es, wie eine nicht isolierte Population den Genaustausch verhindern kann. Die sympatrische Artbildung wird innerhalb der wissenschaftlichen Literatur heiß diskutiert, da sie lange Zeit als sehr unwahrscheinlich angenommen wurde aufgrund fehlender Mechanismen. Die meisten Modelle der sympatrischen Artbildung schlagen eine sogenannte disruptive oder abspaltende Selektion innerhalb einer Population vor. Hierbei werden phänotypische Extreme in einer diversen Population bevorzugt, die dadurch erhalten und verstärkt werden. Individuen mit einer Merkmalsausprägung, die dem Mittel der Population entspricht, haben folgerichtig einen Nachteil. Solche extremen Merkmalsausprägungen könnten zum Beispiel durch sexuelle Selektion hervorgerufen werden, indem zum Beispiel die Weibchen sich jeweils für Männchen aus den beiden Extremen entscheiden, zum Beispiel besonders große oder besonders kleine Männchen, während der Durchschnitt weniger bevorzugt wird. Ein viel diskutiertes Beispiel für sympatrische Artbildung liefern die Buntbarsche, eine Gruppe von Fischen, die hauptsächlich in den großen Seen Ostafrikas vorkommen. Jeder afrikanische See hat eine eigene Fischfauna mit 250 bis 1000 dort lebenden Barscharten pro See. Bei diesen ostafrikanischen Buntbarschen wurde postuliert, dass die Arten innerhalb eines Sees durch sympatrische Artbildung entstanden sein könnten. Es gibt jedoch in diesen großen Seen viele Möglichkeiten der geografischen Isolation durch unterschiedliche Habitate und Wassertiefen. Es gibt des Weiteren verschiedene Uferzonen als auch Verbindungen zu Flüssen, was Auswirkungen auf die Strömung und die Wassertemperatur hat. Außerdem enthält jeder dieser Seen eine Reihe an Inseln, die als geografische Barrieren dienen können. Tatsache bleibt also, dass die ostafrikanischen Seen keineswegs ein einzelnes Habitat darstellen. Anders hingegen bei den kleinen Kraterseen in Kamerun, Westafrika.
Der Barombimbo-See in Kamerun ist ein kleiner, konisch geformter Kratersee mit geringer Habitatheterogenität und räumlicher Isolation, weswegen eine sympatrische Artbildung ein sehr wahrscheinlicher Kandidat ist. In diesem See leben 11 Buntbarscharten, die möglicherweise sympatrisch entstanden sind. Andere Formen der sympatrischen Artbildung könnten zum Beispiel Wirte und ihre Parasiten liefern. Die Apfelfruchtfliege ist diesbezüglich der bekannteste Fall. Erwachsene Tiere schlüpfen im Juli und August und pflanzen sich auf ihrer Wirtspflanze fort. Die Larven entwickeln sich in den reifen Früchten und im Herbst, wenn dann die Früchte zu Boden fallen, überwintern die Larven im Puppenstadium. Die wichtigste Wirtspflanze im Osten Nordamerikas ist der Weißdorn. Vor etwa 150 Jahren wurde die Apfelfruchtfliege in den USA als Schädling auf Apfelbäumen, die mit dem Weißdorn verwandt sind, entdeckt. Apfelbäume waren erst durch den Menschen in die USA eingeführt worden, kamen also ursprünglich dort gar nicht vor. Genetische Untersuchungen belegen, dass die apfelliebenden und weißdornliebenden Apfelfruchtfliegen genetische Unterschiede aufweisen. Der genetische Unterschied beruht unter anderem auf die Tatsache, dass die Fortpflanzung auf Apfelbäumen und beim Weißdorn mit einem Abstand von 3 Wochen stattfindet. Isolation muss aber keineswegs nur rein geografisch sein. Isolierte Populationen unterliegen oft verschiedenen Umweltbedingungen und Selektionsdrücken. Wenn vorher geografisch isolierte Populationen wieder aufeinandertreffen, sind sie auch als Arten weiterhin isoliert durch diverse Anpassungen, die die Isolation weiter verstärken. Zum Beispiel können ökologische Isolationsmechanismen dazu beitragen, dass die Arten andere Lebensräume, ökologische Nischen, Nahrungsquellen oder Tageszeiten bevorzugen. Sexuelle Isolationsmechanismen führen dazu, dass Arten sich sexuell nicht attraktiv finden aufgrund verschiedener Färbung des Gefieders, verschiedener Balzrituale und so weiter. Es kann auch eine mechanische Isolation vorliegen, insofern, dass die Begattungsorgane anders gebaut sind, dass eine Fortpflanzung mechanisch einfach nicht mehr möglich ist. So bleiben die Arten auch im selben Gebiet voneinander getrennt und vermischen sich nicht. Hierbei spricht man von präzygotischer Isolation, weil die Fortpflanzungsbarriere stattfindet, bevor sich eine Zygote bilden kann. Eine Zygote ist die befruchtete Eizelle, aus der sich der Embryo entwickelt. Eine Isolation kann aber auch postzygotisch verlaufen. Also Vertreter verschiedener Arten paaren sich zwar, Ei- und Samenzelle verschmelzen, die Befruchtung findet statt, aber die Zygote stirbt entweder ab oder die entstandenen Hybriden sind unfruchtbar. Solche Isolationsmechanismen konnten auch genetisch nachgewiesen werden, besonders bei genetischen Untersuchungen der Fruchtfliegen Gattung Drosophila, also dem Modellorganismus der klassischen Genetik. Ein Beispiel sei genannt. Bei Kreuzungsexperimenten von 2 Drosophila-Arten waren die Männchen unfruchtbar, wobei sich diese Unfruchtbarkeit bei genetischen Markern zeigte, die die Beweglichkeit der Spermien beeinträchtigte oder für deren Absterben sorgten. Wir sehen also, Arten sind nicht nur real, sondern ihren Artbildungsprozess kann man auch aktiv in der Biologieforschung nachweisen.